So, heute gibt es wieder einen kleinen Versuchsaufbau. Und zwar handelt es sich um meinen Messwandler auf Atini 24 Basis. Auf dieser Platine habe ich den Atini 24, einen 5 Volt Regler. Den brauche ich später auch nicht mehr, weil ich den aus der Zelle direkt versorgen möchte. Und der ist seriell mit meinem Auswerterechner verbunden, den ich jetzt ganz primitiv mal auf meinem Evaluation Board habe. Und man kann jetzt hier, na, hoffentlich kann man es lesen, die Spannungen vergleichen. Muss jetzt ein bisschen anders hergehen. Ich kann jetzt Spannungen messen von 60 Millivolt. Ich kann nicht unter die Ziffer 15, weil das ist einfach reserviert für Befehle und Meldungen. Ist aber auch egal, die Spannung wird auch nie gemessen werden. Und alles, was über 63 Millivolt so in etwa ist, ja, kann man messen, beziehungsweise sollte man messen. Und wenn ich jetzt da ein bisschen hochdrehe, zum Beispiel 0, oder 343 Millivolt, dann wird das schon mal richtig angezeigt. Und es geht dann höher, ich komme bis 1,1 Volt ungefähr, ein bisschen weniger. Das ist also die Referenzspannung, die der Atini innen hat. Das müsste dieser Wert sein. Ich habe es jetzt noch nicht überprüft, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Und alles, was jetzt zwischen 1,1, also ein bisschen drunter, ein bisschen über 1 Volt, 1, also 1036 Millivolt, 1034 sind es wirklich, das kommt dann ganz gut hin. Ich brauche da jetzt einen Spannungsteiler 4:1, beziehungsweise ich kann ja auch den Messwert anpassen. Aber grundsätzlich wird jetzt schon mal richtig gemessen. Das passt. Und ich kann es dann umrechnen und die Daten werden seriell übertragen. Danke, bis zum nächsten Mal.